haben 600 XPs für Gedankenlesen ausgegeben und 1500 zurückbekommen. Gutes Geschäft. So, was ist los? Diese Männer hatten wirklich Glück, einen Paladin anzutreffen. Hier waren wir schon mal. Als sie ihn dringend brauchten. Denkt nur daran, was ihr noch zu erreichen imstande seid, wenn ihr erst die Kräfte des Drachensteins freigesetzt ja, habt. Ja, das ist alles schön und gut, aber wir werden es nicht schaffen, Mädel. Du hast immer gut reden. So, na gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg noch weiter hier runter. Verzeihung. Machen wir uns mal auf den Weg darunter, da waren wir nämlich auch noch Gegner. Und dann ist die Frage, ob wir uns das nochmal wagen gegen die Level 27. Die werden wir nicht schaffen. Wir können ja vorher nochmal speichern und einfach mal unseren Untoten das erledigen lassen. Da holen wir schnell ab. Ob das so einfach geht, wie ich mir das vorstelle. Ich bezweifle es. Genau, hier hinten war mich auch noch Gegner gewesen. Die so stark sind, dass wir hier das hat bestimmt wehgetan. Keine Chance gegen. Ja, aber warum sind denn die auf Level 27 gleich? Ich kann. Warum müssen die denn so stark sein eigentlich? Ach, da hinten ist wieder so ein Teil. Dieses. Ja, das war's. Jetzt ist hier unten wieder so ein Schrein. Hoffentlich ist das jetzt der letzte. Oder war mir schon leer? Der Schatz ist zum Greifen nah! Ich sehe euch schon lachen! So dumm nur, dass ihr bald landet in eines Trolls Rachen! Ist der stark? Hallo? Das ist aber ein Riesentroll. Meister, wo hat denn der sich jetzt hier hingebeamt? Wo ist denn der? Hallo? Hat er sich nicht gerade hier irgendwo hier oben hingebeamt? Oder irgendwo anders hin? Ist ja unfair. Hallo? Nö, der hat sich verpieselt. Naja, da gehen wir mal weiter hier hoch gucken. Die Pflanze lassen wir stehen. Wir lassen sie stehen. Da kriegen wir jetzt auch noch einen schönen Schatz. Drachentöter, endlich sehe ich euch wieder. Ihr wollt jetzt das Haus kaufen. Ich spüre es. Gedanken lesen. Bald bin ich noch reicher. Allerdings sollte ich mein Versteck bei den Goblins in der Nähe der Minen auflösen. Folos Haus oder Neubauen, ich erinnere mich. Genau. Hälfte jetzt, den Rest später. Das ist ein Schnäppchen. Ich kaufe nicht, Billy. Aber natürlich tut ihr das. Ihr könnt bei solchen Preisen nicht Nein sagen. Ich lebe wohl, Billy. Das glaube ich nicht. War das jetzt richtig? Wir werden ihn bestimmt nochmal wieder treffen. Und wahrscheinlich werden wir dann auch irgendwann mal... Komm, das müssen wir mal mit der Skin sehen. Werden wir dafür ganz gut belohnt werden, hoffe ich. Dass wir niemals auf den seinen komischen Haustrick da reingefallen sind. Ich glaube, wir haben sogar schon mal Ja gesagt zu den seinen Haus. Wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon lange her. Wollt ihr zu den... Ja. Na, seht mal an, was wir hier alles noch zu erledigen haben. Erfolg errungen. Die wilde Fjorde.
was wir hier alles noch für Sachen noch nicht erledigt haben. Hallo. Hallo, ich bin Krabbe, Minenprospektor. Hallo, Krabbe. Krabbes Gedanken drehen sich um Zahlen und Statistiken über alle Arten von Steinen und Erzen. Aber vor allem über Roteisenerz. Und das hatten wir bestimmt mal. Ab jetzt werdet ihr diesen wertvollen Rohstoff ohne Zweifel einfacher und schneller finden können. Okay. Was macht ihr hier draußen? Na, ich suche und begutachte Minen natürlich. Ich sollte überprüfen, ob diese eine Mine, die vor 2 Jahren nach einigen Unfällen geschlossen wurde, noch für den Abbau geeignet ist. Kaum bin ich angekommen, hat schon ein Imp versucht, mir mit seinem Speer ein drittes Auge zu verpassen. Könntet ihr mit diesem Pack fertig werden? Ihr seht fähig genug aus. Sie dürften einen Anführer haben. Schlagt also zuerst dessen Kopf ab und der Rest wird dann ein Kinderspiel sein. Okay, wo finde ich diese Mine, von der ihr redet? Wenn ihr von hier aus aufs Meer blickt, ist sie gleich hinter dieser Landzunge. Okay. Ich habe aber kein Boot, deswegen könnte es relativ schwierig werden, dorthin zu gelangen. Kann man hier in dieser Gegend viele Bodenschätze finden? Oh ja, die Orobas-Fjorde bieten Reichtümer in Hülle und Fülle. Wenn man nur weiß, wo man zu graben hat. Es ist kein Zufall, dass der Drachenritter Orobas so reich war. All diese Minen gehörten ihm. Mittlerweile ist der Bergbau in dem Maße zurückgegangen, wie die Zahl der Goblins und Wirren gestiegen ist. Die bekannteste aktive Mine ist Hohenzell. Ein Bergdorf, ungefähr eine Gehstunde von hier entfernt. Okay, liebe Wohlkrabbe. Passt auf euch auf! Werden wir tun. Eine Notiz haben wir bekommen. Geehrte Krabbe, habt großen Dank für die Arbeit, die ihr im Trümmertal für uns getan habt. Die neue Mine hat sich als sehr ergiebig herausgestellt und besonders Kaka lobt euch unentwegt in den höchsten Tönen. Bitte besucht uns, wenn ihr die Zeit findet, und ich werde dafür sorgen, dass euer Bier kalt und reichlich und euer Fleisch warm und zart ist. Hochachtungsvoll, Wilhelm Gildenmeister. Wir haben ja wahrscheinlich noch rustig was zu erledigen. Was ist denn das? Ach, das ist ein Baumstamm. Ich sehe nichts. Ja, na gut. Ja, es kann ja noch besser werden. Ach, nee. Na, guckt mal an. Hier können wir doch noch ein bisschen leveln. Ist das toll, wir haben... Ach, nee. Na, da lohnt sich's doch. Da müssen wir gleich mal hier den hier machen. Na, da kommen wir doch noch zu unserem bestimmten Level. Jetzt kommen wir gleich mal unserem... Ja, das wäre vielleicht auch mal sinnvoll, den jetzt mal jetzt herbeizurufen. Endlich. Viele haben sich's gewünscht. Jetzt wird er benutzt. Schnapp sie dir! So, dann tun wir mal noch vorsichtshalber mal hier noch einen Gewandheitstrank benutzen und einen Trank, der ihn belebt stellt innerhalb von Mana-Punkte. Den hier will ich noch. Ja, ich spring doch schon. Okay, gut. Wie man sieht, wir haben hier noch viel zu tun. Ich werde dann noch gleich mal eine kleine Aufnahmepause machen. Aber erstmal die Gegner. Warum lädt denn der jetzt so lange? Wenn ihr nicht sofort erfolgreich seid, überdenkt am besten eure Taktik und nehmt so schnell die Beine in der Hand. Okay. Werden wir bedenken. Benutzen. Benutzen. Dann unseren... Erwache, mein Tierchen! So, mein Tierchen. Macht unser Helfer hier auch mein was? Mein Mana wird knapp. Mein Mana wird knapp. Ich könnte jetzt... Ja, wir holen mal schnell ab. Und werden mal noch einen Tränkchen zu uns nehmen. Den da.
Kann nicht. So, damit man hier geschwind diesen Gegner noch schaffen. Ich will hier nicht runterfallen. Komm schon. Komm schon. So. Unseren Goblin. Kriegt der auch wieder Energie dazu oder müssen wir den irgendwie heilen? So, bevor du hier irgendwas machst, kann man speichern. So. Auf geht's in den Kampf. Noch nicht. So, schnell weg. Ich könnte jetzt einen Trank. Ja, wir nehmen doch schnell einen Trank. So. Was ist denn, wenn jetzt unsere Kreatur stirbt? Das ist jetzt gerade mal die Frage. Im Moment rennt sie ja einfach nur rum. Komm schon. Oh, jetzt ist der Spein runtergefallen. So. Kommt schon, ihr Gegner. Machen wir erstmal hier den Schwörer. Einwandfrei, wir sind gleich Level up. Was ist denn, wenn wir den jetzt mal wieder zurückbeschwören? Wird er dann wieder gut? Welcher Wegpunkt ist?